3 Moderatoren, 129 Saalbetten, 280 Wetteinlösungen, 504 Superhits, 423 Stars, 564 echten Wetten und einer falschen. Hier sind live aus Dornbirn Thomas Gottschalk und Frank Elstner. Vielen Dank. Ich muss sagen, Frank, als ich gehört habe, dass unser 20 Jahre Wetten, dass Jubiläum in Dornbirn stattfindet, habe ich gesagt, warum? Jetzt bin ich froh, dass wir hier sind. Also die Dornbirner sind eine große Klasse, wer so lange auf so harten Bänken ausharrt. Also herzlichen Glückwunsch für euer Sitzfleisch da. Wir haben hier einen kleinen Brummer, deswegen möchte ich ganz schnell anfangen mit ein paar Ausschnitten aus Wetten, dass, die Ihnen Freude machen sollen. Das waren, nach Meinung von Thomas vor allen Dingen, die schönsten Ausschnitte der letzten 20 Jahre. Für die 30-Jahres-Feier haben wir heute mit Janet Jackson schon wieder einen Ausschnitt gesammelt. Aber mit Sicherheit. Der war auch sehenswert. So, also noch einmal, damit Sie zu Hause wissen, was das Ganze soll. Wir wollen in entspannter Form ein bisschen in der Geschichte von Wetten, das rumblättern. Wir haben jetzt unsere Pflicht getan und machen jetzt quasi die Kür. Ich habe die erste Sendung geprobt, der Frank die zweite. Insofern werden wir uns jetzt gemeinsam hier der nächsten Geschichte nähern. Also, es gab natürlich viele, viele schöne Geschichten in Wetten, dass, um Wetten, dass. Und eine Geschichte begann mit einer Märchenwette. Und die erzählen wir Ihnen jetzt. Jetzt. Geht's noch? Ja. Also kalte Hände, oder was? Ja. Es geht so. Also, es klappt schon. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam und sagte ihm, das fremde Mädchen wäre in das Taubenhaus gesprungen. Aschenputtel. Und damit ist Priska die Joy. Erste Siegerin von heute Abend. Herzlichen Glückwunsch. Tja, und das war die Frau Felder, die damals gesagt hat, sie würde alle Märchen kennen von den Gebrüdern Grimm. Und bei diesen Märchenvorführungen kam es dann zu einem richtigen Märchen. Erstens mal freue ich mich, dass Sie wieder da sind. Ja, ich mich auch. Und ja. Im Gegensatz zu mir, muss ich sagen, haben Sie sich so gut wie gar nicht verändert, obwohl ja ein paar Personen dazugekommen sind. Ja, in meinem Leben hat sich sehr viel ereignet. Ich habe nach dieser Sendung, also zu Hause, da hat ein junger Mann zugeschaut. Ich habe ihm scheinbar gefallen. Und kurze Zeit später habe ich ihn dann 2 Wochen später persönlich getroffen. Und ja, heute ist er mein Mann und wir haben 5 Kinder. Bescheidenheit sagen wir gerne, Wetten, das ist ein Hit. Eine Hitparade von Wetten, das hat es bisher in der Form nicht gegeben. Aber wir haben Sie ja gefragt, 20 Jahre Wetten, das. Was ist für Sie die Spitzengruppe? Und es gab Top 10. Und aus diesen Top 10 werden wir heute die 3 Lieblingswetten für Sie präsentieren. Das zum Beispiel, das war vor meiner Zeit. Also, was die Flippers für die deutsche Schlagerszene sind, diese 3 Herren für Wetten, das war die klassische LKW-Wette. Wenn ich irgendwo im Ausland Wetten, das erkläre, dann erzähle ich immer, wie ein Lastwagen auf 4 Biergläser gestellt wurde. Ihr wart das sozusagen die Grundidee von Wetten, das. Das sind diese Herren.
wenn man davon ausgeht, was für Leute sich welche Köpfe zerbrechen, um eine Wette abzuliefern, muss man Rolf erwähnen. Er ist bei mir als Klopapierseilkletterer in die Geschichte eingegangen. Da haben wir dieses Klopapier zum Seil gesponnen. Dann ist er unten aus einem Wasserbecken nach oben geklettert. Kurz vorher ist es gerissen. Dramatik. Er ist mit diesem Bagger eine Außenwette hochgeklettert, eine Wand hochdramatisch. Hier sind sie alle wieder Fallschirm. Da war zum ersten Mal, dass ich bei Wetten das gesagt habe, eigentlich hätte man es gar nicht machen dürfen. Der Mann ist ausgestiegen in ein paar tausend Meter Höhe, später wieder eingestiegen, ist dann am Seil hängen geblieben. Das glühende Eisen, die erste Wetten das Sendung. Der Mann sieht aus wie neu. Das ist hier, ja, ja. Der hat ein Eisen zum Glühen gebracht, OB Fischer damals noch zugeschaut. Kurt Jürgens, alles die gleiche Ecke, aber richtig, ja, Kurt Jürgens, genau. Kurt Jürgens, boah, Mensch. Also, das sind ein paar Angebote aus unserer Hitparade gewesen. Wer wird's? Wir präsentieren jetzt den dritten Platz, die Bronzemedaille. Die Wette aller Wetten. Wer gewinnt die Bronzemedaille? Das ist unser Preis. Mit 12% landete auf Platz 3 das Motorrad. Erinnern Sie sich? Ein Mensch sprang mit einem Motorrad von einer Skischanze und flog weiter als jeder Skispringer. Diese Wette haben wir. Ist das richtig? Das ist Toni Rosberger. Toni, das ist Willi. Toni, seid ihr Brüder? Ah, als du warst damals der Springer und du warst wahrscheinlich im Vorbereitungsteam. Brüder halten zusammen, so ist es. Toni, das ist deiner und wir präsentieren deine Wette. Das ist Platz 3 in der ewigen Hitparade aller Wetten, das Wetten. Die Motocross-Wette. Die Wette gilt! Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dass zumindest schon mal dieser sogenannte Aufsprunghügel in 38 Grad steil aufwärts geht. Toni wird jetzt ungefähr 100 bis 110 Stundenkilometer versuchen zu haben. Das ist nicht zu glauben. Da hält man nicht die Luft an. Das wäre schon mal geschafft. Jetzt geht's rauf auf die Rampe. Jetzt kommt die Ununtersprungschanze. Das hat Jens Weißflug vorwärts schon kaum hingekriegt. Also oben ist er schon mal. Ich glaube es nicht. Da könnt ihr noch mal runter gucken. Wir haben auch eine Kamera vorne auf das Motorrad montiert. Und jetzt geht's los. Jetzt fährt er noch die Stufen runter. Das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Frank, du hast vorher ja wirklich brav in der Kiste gesessen, 2 Stunden und hast mit Leuten gesprochen. Was war denn so die Stimmung unter den Anrufern zum Thema Wetten das? Also zuerst mal war ich mit Jessica natürlich in bester Gesellschaft und die meisten haben gratuliert und gratulieren dir vor allen Dingen, denn ich meine, du machst es ja auch viel länger. Aber viele wollten wissen, gab es mehr verlorene Wetten als gewonnene Wetten? Wie war das Verhältnis der Wetten? Bei welcher Wette ist mal irgendwas Ungewöhnliches passiert? Und soweit ich es wusste, habe ich dann die Antworten gegeben. Es sind wesentlich mehr Wetten gewonnen worden bei uns als verloren worden, das wirst du wissen. Richtig. Aber als ich diese Wette bei dir sah, als er mit dem Motorrad da diese Sprungschanze runtergesprungen ist, da habe ich so gezittert und so eine Angst gehabt. Und da war ich so froh, dass ich die Sendung nicht mehr moderieren muss. Denn ich habe mir gesagt, wenn du jetzt dort stehen würdest und der würde auf die Schnauze fallen, ich hätte überhaupt nicht mehr gewusst, was man dann sagen soll. Also ich muss wirklich sagen, das war ein tolles Ding, was ihr da herausgefunden habt. Nein, und freut mich. Super Kandidat. Mit wirklich. Recht, der dritte Platz, die Bronzemedaille. Und wir wollen natürlich auch in dieser Phase der Sendung unseren Zuschauern, denen wir für diesen unseren Erfolg ja sehr dankbar sind, die Chance geben, uns ein bisschen was zu fragen. Frank, hier ist eine Frage für dich von Robert Feldauer aus Kam. Robert? Hallo, Robert? Ja, hallo. Die Frage an den Frank, bitte. Ich wollte nur fragen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, dass Sie die Sendung Wetten, das gegründet haben. Also ich mache es ganz schnell, die Geschichte ist viel länger, aber
Ich habe mir zum richtigen Zeitpunkt die Frage gestellt, warum wettet eigentlich keiner im Fernsehen? Und dann habe ich mich mal nachts an den Küchentisch gesetzt und habe überlegt, wenn man im Fernsehen wettet, an was muss man da alles denken? Und diesen Zettel, den gibt es noch, sind 4 Seiten geworden. Ich habe mal eine Kopie davon dem Thomas geschenkt. Und da steht die Überschrift Wetten, das drauf. Und es gab auch schon die Saalwette. Also wenn man so will, ist es mir fast mit einem Geistesblitz im Traum eingefallen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Geistesblitz von irgendwo da oben gekriegt habe. Die nächste Frage stellt jetzt der Michael Herzberg aus Offenbach. Michael, hören Sie uns? Jawohl, ich höre Sie. Legen Sie los. Also, seit der Übergabe vom Frank an den Tommy sind die Wetteinsätze der Prominenten etwas zurückgegangen. Und ich würde mir wünschen, wenn die, oder dass die, Prominenten ein bisschen mehr gefordert werden. Also mir hat ganz besonders gut gefallen, es ist was Tolles geworden, das, was Karl-Heinz Böhm damals ins Leben gerufen hat. Du hast völlig recht, zu Karl-Heinz Böhm kommen wir später noch, aber es ist richtig. Nun muss ich eines sagen, unsere Prominenten sind natürlich auch oft Mimosen, gerade die großen Hollywood-Stars. Ich würde sie ja alle gerne hier bluten lassen und ich muss sagen, Respekt vor Kevin Costner, der wirklich toll mitgespielt hat und der gesagt hat, okay, das mache ich. Oft gibt es ja Manager und es gibt 1000 Leute, die sagen, ach, das will er nicht und das darf er nicht und das kann er nicht. Es ist aber in der Tat mein Ehrgeiz. Ab Oktober, und diese Sendung soll ja auch ein bisschen dazu da sein, Appetit auf den Herbst zu machen, dass wir ab Oktober ein bisschen mehr Gas geben bei der Härte unserer Wetteinsätze. Also goldener Oktober für Wetten, dass. Ab 13. Oktober geht es weiter. Die Sendung wird, glaube ich, aus Erfurt übertragen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zu Hause etwas ganz anderes zeigen, nämlich die 3 Moderatoren, die die Sendung gemacht haben, haben sich zum Teil ja auch verabschiedet. Warum hast du dich eigentlich mal verabschiedet? Das frage ich mich heute auch, ja. Aber glücklicherweise hat er dann wieder Hallo gesagt und das können Sie jetzt erleben. Ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich gerührt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich war lange nicht mehr im Fernsehen. Und nach dieser Pause melde ich mich heute mit meiner neuen Show Wetten, dass. Und ich hoffe natürlich, es gefällt Ihnen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nach der Sendung mich noch so freundlich verabschieden würden, wie Sie mich gerade eben begrüßt haben. Da klingelt schon das Telefon. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt schon einen Fehler gemacht habe. Denn ich habe ja eigentlich nur Guten Abend gesagt, nicht? Ja. Guten Abend. Denn aus dieser Tür tritt jetzt der Mann, der ab Herbst 1987 der Chef von Wetten, dass sein wird. Hier ist Thomas Gottschalk. Guten Abend, herzlich willkommen zur ersten Sendung von Wetten, dass mit einem neuen Gesicht. Dankeschön. Sie haben es ja gehört. Ich gehe so langsam in Rente und Sie sehen, es wird Zeit. Aber ein junger Mann, der alles noch vor sich hat, Sie als Publikum, eine wunderschöne Sendung. Er wird Wetten, dass ab nächsten Mai, also ich komme noch ein paar Mal, bitte nicht sofort jubilieren. Ein paar Mal komme ich noch. Hier ist er, der Neue, Wolfgang Lippert. Grüß dich, Servus, Wolfgang. So. Hi. Guten Abend, Bremerhaven. So ein toller Empfang. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer zu Hause in Österreich, in der Schweiz und natürlich in Deutschland. Mein Name ist Wolfgang Lippert. Ich bin der Neue und komme jetzt öfter. Tag. Und ich wünsche dem großen Unterhaltungsschlachtschiff Wetten, dass
auch 1994 eine gute Fahrt durch diese bewegten Zeiten. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen in Linz. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Guten Abend. Ich bin noch keine 90. Danke. Holm. Ich muss sagen, das war für mich jetzt ein sehr bewegender Augenblick, als ich gesehen habe, wie du 94 wiedergekommen bist. In meiner Heimatstadt, in Linz an der Donau, hat man dir Standing Ovations gebracht. Das muss dich doch sehr stolz gemacht haben. Das kann weder an meiner Frisur noch an meiner Ausstattung gelegen haben. Also ich weiß auch nicht. Wenn ich immer so gucke, ich habe immer vor der Sendung in den Spiegel geschaut und habe eitel, wenn man es gesagt, ach ja. Wenn ich das heute sehe, denke ich, um Himmels Willen. Wir haben hier so einen schönen Chor da noch gerade gesehen. Das war der Chor der Mitarbeiter von Wetten, dass. Und vorhin bin ich auch angerufen worden, man hat gefragt, wie viel arbeiten denn hier überhaupt mit? In der Zwischenzeit sind das ca. 220 Personen. Vom Kabelträger bis hin zur Bildmischerin, vom Regisseur bis zu Ton und Technik und den Menschen, die die Knöpfe noch mal schnell annähen, wenn was passiert, die uns schminken, die uns abtupfern. 220 Personen, die immer wieder darum bemüht sind, dass Wetten, dass wiederkommt. Und als es dann hieß, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat keins, oder wie es damals war, sondern nur Wetten, das hat keins. Da kann ich nur sagen, und das wünsche ich mir für dich auch. Wünschen wir uns alle, und an mir soll es nicht liegen. Dankeschön. So, guck mal, wir sehen natürlich immer wieder hier Mitarbeiter im Bild. Es ist unglaublich, was da alles durchmarschiert ist, deine Chefs und meine Chefs. Aber keiner, kein Moderator und kein Leiter der Sendung hat die Sendung totgekriegt, und wir hoffen, dass es so bleibt. Aber wir freuen uns, dass wir heute alle wiedersehen, die jemals mit Wetten, dass zu tun gehabt haben. So, natürlich gab es auch große Stars in Wetten, dass. Es gab den Beginn von Karrieren, es gab das Ende von Karrieren. Es begann eine Karriere sozusagen, die schon erledigt war, wieder neu. Nicht nur für mich, sondern auch für eine Gruppe. Da haben wir zwei Herren, die sich kurzfristig getrennt haben, wieder vereinigt. Hier bewegte Bilder aus der Wetten, dass Geschichte. Also, hier sind unsere beiden Kandidaten. Ich begrüße Kandidat Nummer 1. Herzlich willkommen. Und hier ist Kandidat Nummer 2. So. Hier. Nur zwei Fragen zur Sicherheit. Kandidat 1, versprichst du dein Herzblatt zu lieben und zu ehren wie in alten Zeiten? Ja. Ja, sagt er. Kandidat 2, versprichst du in Zukunft immer ein Kettchen mit dem Namen von Kandidat 1 zu tragen? Ja. Oh, dann kann es klappen. Ich sage, weg mit der Wand, back on Tour. Thomas, grüß dich. Ja, wieder. Wetten, dass, glaube ich, hat in eurer Karriere immer wieder eine Rolle gespielt. Ihr wart oft, da habt ihr mitgezählt, ich weiß nicht mehr wie oft, aber sehr oft. Ja, fünfmal, glaube ich, ja. Fünfmal? Ja. Da, glaube ich, wird nur Maffei, glaube ich, vor euch liegen. Aber den packt ihr noch. Den holen wir noch ein. Den holt er noch ein, ja eben. Der ist ein bisschen älter als wir. Bisschen eben, ja. Dieter, schön, dass wir euch gerade heute dabei haben. Auch die beiden Herren sind auf unserer großen Wetten, dass CD drauf. Ich habe es ja vorher schon angekündigt, also alle die Großen, die da waren, sind dabei. Ihr kommt bitte wieder. Und danke, dass ihr heute da wart. Wiederholen, Thomas Anders, Modern Talking. Servus, tschüss. So. Ja. Wir halten durch, die Jungs. So, natürlich wurden bei Wetten, dass, und das ist mir wichtig, immer die Wetten im Vordergrund gestellt. Es gab gewonnene Wetten, es gab verlorene Wetten und es gab natürlich viele Prominente, die gewettet haben. Mal lagen sie richtig, mal lagen sie falsch. Und wenn sie falsch lagen, dann gab es die Einlösung ihrer Wetten. Hier ein kurzer Rückblick auf Wetteinlösungen. Bis vor kurzem war er Frank, hier ist Punk Elstner. Hey! Ja! Ja. Ja. Aber so schlecht, ja. Ja, jetzt merkt man auch, dass du Läufer bist.
erstmal so ansehen. Und jetzt immer lang, lang und lang und lang und lang und lang und lang. Oh, 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 oh. Mal durch die Nase hier weg. So, also anfassen. Ja, ne? Um und immer schön drücken, Burgunde. Nicht doch da, Burgunde, ich muss doch abreden. Also. Die machen doch heute das Thema über den Sex. Richtig? Ja, und da wollte ich Sie fragen, was die erogenen Zonen vom Mann sind. Die erogenen Zonen des Mannes? Ja. Also es ist so, die erogenen Zonen des Mannes. Jetzt muss ich sogar lachen. Ich habe bisher noch nie lachen müssen bei der ganzen Geschichte, aber jetzt muss ich lachen, weil das so einfach ist. Das ist ja genauso, wie wenn Sie mich einfach fragen, wo ist beim Auto die Tür? Wenn Sie hinlachen, haben Sie in der Hand. Das geht gar nicht auf. Dein echter Finanzminister. Ja, ja, ich habe gehört. Ja, ja. Ja. Am Münztelefon oder einfach so? Nein, einfach so, nicht? Denn die Chance kann man sich ja nicht entgehen lassen. Nach dem herrlichen Gesang von vorher, nachdem ich vom Kirchenchor aus geschult bin, das gewünschte Lied noch vorzusingen. Also wer soll das bezahlen? Und? Der Weige soll bezahlen, der Tommy hat's bestellt. Oh. Auch Theo hat's kein Pinke, Pinke, Weige braucht mehr Geld. Gedrückt haben wir uns nicht. Ich habe gedacht, es kommen irgendwelche anderen, aber sie haben uns natürlich reingelegt, das waren unsere Wetteinlösung. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Als du diese Balletttänzerin nach oben gestemmt hast, dann bist du ja plötzlich so leicht wie auf Federn gelaufen. Wie lange hättest du das noch ausgehalten? Ich weiß es nicht, aber diese Mädels haben auch irgendwo eine Begabung, sich im richtigen Moment leicht zu machen. Aha. Also es sah doch vollendet aus. Es sah wirklich vollendet aus. Wir haben wieder Anrufe und wir möchten die Anrufer selber ihre Fragen stellen lassen. Und zwar aus Köln meldet sich hier der Olaf Kiesch. Ist das richtig ausgesprochen, Olaf? Etwas falsch. Ah, dann sprechen Olli Briesch heißt das. Aha, alles aber klar. Aber nur knapp daneben. Also, dann geht's los. Also erste Frage wäre, ich würde gerne Jessica Schwarz zum Essen einladen. Aber die richtige Frage an den Herrn Elstner wäre, ob... wenn Thomas Gottschalk jetzt spontan nach der Sendung sagt, du Frank, ich habe keine Lust mehr, würden Sie moderieren sofort? Also wenn er jetzt während der Sendung das sagen würde, dann würde ich mit Sicherheit zu Ende moderieren, weil man in unserem Beruf wie ein Zirkus fährt, die Dinge zu Ende bringt. Aber wenn er sagen würde, er würde es nicht mehr tun, dann würde der Sender entscheiden, wer der Nachfolger wird oder er würde es vielleicht selber bestimmen und ich würde mich da nicht mehr mit einmischen. Oh. Aber mach dir keine Hoffnung, Olaf, ich mach noch ein bisschen. Olli! Ich gehe jetzt mal zur nächsten Wette. So, ich habe Petra am Telefon. Petra Kroll aus Schweinsfurt. Grüß dich, Petra. Ja, hi Thomas, da ist Petra. Grüß dich. Ich wollte euch beiden erstmal zu eurem Dauererfolg gratulieren. Danke. Frank ist gerade weg, aber ich mach das auch. Danke. Ist in Ordnung. Ich wollte mal fragen, ob du deine Frau Thea nicht langsam mal bei der Auswahl deiner Kleidung ablösen lassen willst. Moment, das ist eine Legende, die ich seit 20 Jahren mit mir rumschleppe. Meine arme Frau Thea hat damit nichts zu tun. Diese Hose, die hat mir die Sachen nie ausgesucht. Die sagt immer, musst du das anziehen? Ich sage, ja. Ich bin dafür selbst verantwortlich. Seit meinem 7. Lebensjahr ziehe ich mich selber an. Mit wechselndem Erfolg, das gebe ich zu. Aber lass meine Frau hat damit nichts zu tun. Aber pass auf, ich werde mir ab Herbst überlegen, ob ich nicht vielleicht mich ein bisschen ändere. Aber dann sehe ich den Frank und dann denke ich, ob mir diese Anzüge stehen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt geht alles dahin hier. Was ist jetzt los? Ach so. Das sieht gut aus.
Okay. Also Petra, mach dir keine Hoffnung. Ist okay, viel Spaß noch. Wozu würdest du mir denn raten? Was mache ich denn falsch? Mal einen flotten Gucci-Anzug oder mal eine super Jeans. Gucci, der macht doch was für diese Zwergen-Italiener. Der Mann kennt der mich überhaupt nicht. Der macht mit Sicherheit auch was Längeres. Was Längeres? Längeres reicht ja nicht, ich muss ja auch weiter sein. Ja, es wird auch breiter sein. Nee, also mit Gucci komme ich nicht klar. Ich hab's versucht. Aber Peter, wir können es mal in Ruhe unterhalten. Vielleicht fällt uns was ein. Das ist okay. Danke. Bitte. Tschüss, Peter. Tschüss. Und Frank ist dran mit der Nummer 2 unserer Wetthitparade. Die Wette der Wette. Hier sehen wir ja diese schöne Trophäe, die ich jetzt gleich weitergeben kann. Es geht um den zweiten Preis. Und ich muss sagen, als wir den dritten gesehen haben, das hat mich schon so beeindruckt. Was kann das jetzt eigentlich alles noch toppen? Bevor ich aber jetzt frage, wer hat eigentlich den zweiten Platz gewonnen, muss ich einfach mal einen Menschen zeigen, der mir so viel Glück gebracht hat. Das ist nämlich der Mann, der unter dem Namen Schmied von Attendorn mir geholfen hat in der ersten Sendung, dass die Menschen überhaupt begriffen haben, was wir wollten mit Wetten, dass. Er hat in wenigen Minuten, wie viel Zeit hatten Sie 18, genau? 18 Sekunden. In 18 Sekunden hat er ein Eisen glühend geschlagen. Also lieber Herr Heul, das ist mir unvergesslich und ich bedanke mich im Namen meiner Familie, im Namen meiner Freunde, dass Sie einer der Talismänner sind aus der allerersten Sendung. Solchen Kerlen haben wir das zu verdanken, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke. Mann, der Mann hat immer noch so einen Händedruck. Das ist ja unfassbar. So, und jetzt wollen wir uns mal ganz genau anschauen. Wer hat den zweiten Platz? Und damit ist es klar, lieber Rupert Ebner, kommen Sie zu mir. Sie haben uns eine Riesenfreude gemacht, als Sie damals bei Thomas mit Ihrem Bagger ein Kunststück vollbracht haben, was man nicht für möglich gehalten hat. Und am besten ist, wir zeigen es Ihnen nochmal, liebe Zuschauer zu Hause. Sie können nicht jede Wette gesehen haben. Sie können auch nicht jede Sendung gesehen haben. Aber diese Wette müssen Sie sehen. Nur vorher möchte ich Ihnen noch schnell ein, zwei Fragen stellen. Sind Sie noch in dem Beruf? Beruf, das war jetzt Hobby bei mir. Da nehme ich mal das Mikrofon. Das war Ihr Hobby. Und was machen Sie sonst beruflich? Ich bin Landwirt. Also dann haben Sie ja vorhin unsere wunderbare Märchenerzählerin kennengelernt. Ja. Die auch mal bei mir in Wetten, das war. Ja. Und haben Sie auch so eine Prinzessin zu Hause? Ja, ich glaube ich auch. Und auch ein Schlösschen? Hoffentlich, ja. Und wann stehen Sie morgens auf? Ganz verschieden. Und wie lange haben Sie damals an der Wette geübt? Ganz ehrlich. Es war schwierig, ich habe die Wette zuerst sparen müssen, hat Millionen gekostet. Dann habe ich erst probieren können, ob ich es zusammenbringe. Und wann haben Sie gedacht, jetzt schreibe ich ans ZDF? Ja, ich war schon dreimal dabei und... Dann wollten Sie es nochmal toppen? Ja, genau. Und das ist Ihnen gelungen. Hier ist Ihr verdienter Preis und Ihnen, liebe Zuschauer, zeigen wir jetzt nochmal die Wette. Die Wette gilt. Und das ist sensationell, meine Damen und Herren. Ein 15 Tonnen schwerer Bagger, der eigentlich gebaut wurde, um mit seiner Schaufel 3000 Kilo zu heben, hebt jetzt mit seinem Arm sein Eigengewicht. In Zentimeter- und Millimeterarbeit muss er jetzt das Unterfahrgestell dieses großen Baggers einhängern. Das ist nicht ungefährlich. Wenn er das geschafft hat, wird er die obere Festplatte, die am Arm befestigt ist, statt der Schaufel ist vorne diese Festplatte dran. Er hat jetzt aber im Moment noch Schwierigkeiten, das Untergestell zum ersten Mal einzuhängen. Jawohl, jetzt hat er es geschafft. Jetzt werden wir dann oben die Festplatte sehen. Er klingt oben jetzt den Arm aus. Hier an dieser Stelle würde normalerweise bei einem Bagger eine Schaufel sitzen. Diese Schaufel wurde durch eine Festplatte ersetzt. Das Wichtige jetzt auch, glaube ich, für die Umweltschützer. Dieses Gerät wird mit Biodiesel und mit Bioöl betrieben. Also man denkt hier auch an unsere Umwelt. Applaus am Rathausplatz dafür. Dieser Augenblick ist auch einmal einer der schwierigsten. Ich habe den Rupert vorhin gefragt. Es ist deshalb so schwer für ihn,
nicht die Zeit drängt ihn so, sondern die Tatsache, dass er nicht wirklich hinsieht. Sie müssen sich vorstellen, er macht das nach dem Gefühl heraus. Er sieht also nur Bruchstücke von unten und muss sich dann wirklich mehr oder weniger hineintasten. Er ist jetzt beim zweiten Einhängeglied, zweiten Einhängeteil für seine Festplatte. Ich darf Ihnen auch versichern, wenn Sie jetzt zu Hause den Atem anhalten, Sie müssen sich nicht sehr aufregen, es kann Ihnen nichts passieren. Alle Teile hier bei dieser Wette sind dreifach gesichert und wieder 15.000 Kilo schweben.